Kaum steigt der DAX mal 10%, ist in den Medien direkt wieder die Rede davon, dass eine neue Rallye gestartet ist, dass wir jetzt wieder nur noch steigende Kurse sehen werden. Und da werden wir natürlich hellhörig, denn ja, das, was in den Medien propagiert wird, das ist ja nicht immer ganz korrekt. Beziehungsweise irgendwas muss ja geschrieben werden, es muss schön getrommelt werden, damit es auch schön glanz- und gloriamäßig aussieht, dass geklickt wird. Und jetzt gucken wir uns aber mal die Wahrheit an. Und naja, Sie kennen mich, für mich liegt die Wahrheit ja im Chart, denn ein Chart zeigt die Fußstapfen der Marktteilnehmer, also die tatsächlichen Käufe und Verkäufe. Und je mehr Marktteilnehmer in so einem Chart versammelt sind, also in möglichst liquiden Märkten, also je mehr Emotionen in einem Chart enthalten sind, desto aussagekräftiger ist er aus Sicht der Chartanalyse. Und wie es momentan aussieht im DAX, denn da sieht es schon wieder brenzlig aus, das gucken wir uns an. Wenn Sie meine Videos verfolgen, dann wissen Sie, dass ich bullisch war, hier unten im Bereich 12.200 bis 12.400 Punkte. Und haben wir gesagt, das Ziel liegt im Bereich 13.6 bis 13.8. Und das wurde jetzt auch wunderbar in Perfektion erreicht. Und hier haben wir so ein kleines offenes Gap. Hier gab es in der Vergangenheit Verkaufsdruck. Und wenn wir mal gucken, diese ganze Bewegung als Seitwärtsbewegung betrachten, dann sind wir so ziemlich hier in der Mitte der Range. Und hier machen viele den Fehler, wenn sie an der Börse aktiv sind, ach, dann verliebt man sich in so eine Position, Mensch, die läuft ja ganz wunderbar und man erwartet oft ein bisschen zu viel. Also die Erwartungshaltung passt oft nicht so richtig mit dem Markt tatsächlich überein. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie auch irgendwie darunter leiden, dass Sie vielleicht Gewinne, die aufgelaufen sind, immer wieder abgeben, dann gucken Sie mal, dass Sie sich vielleicht etwas realistischere Ziele setzen. Gucken Sie mal, wie sich der Markt in der Vergangenheit bewegt hat und so wird er sich wahrscheinlich in der Zukunft auch wieder bewegen. Und hier im DAX haben wir, also wir sind in der Mitte des Teichs quasi. Hier kann alles passieren. Hier werden tendenziell die Verkäufer ein Stück weit das Ruder übernehmen und für eine Abwärtsbewegung sorgen. Wie die ausfällt, das wissen wir alle nicht. Das weiß kein Mensch. Wenn man jetzt aber sagt, na, ich bin grundsätzlich sowieso eher negativ eingestellt, Brandherde noch und nöcher, dann könnte man hier aktuell durchaus eine Short-Position eingehen. Und auch wenn wir nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, na, wie auch keine Löcher in den Händen, dann brauchen wir etwas mehr als, naja, einfach nur dieses, oh ja, Charttechnik. Kurse können steigen oder fallen. Ja, das ist ja Quatsch. Es gehört einfach mehr dazu. Was gehört noch mit dazu? Wir brauchen einen handfesten Plan. Wir müssen wissen, wann wir kapitulieren, wann wir uns ergeben müssen quasi und wann wir aus dem Markt wieder aussteigen. Und dann gehört dann noch Risiko und Money Management mit dazu. Denn selbst wenn jetzt, wenn wir sagen, okay, naja, wir haben eine Chance von 50-50, das Markt kann steigen oder fallen. Ja. Wenn wir aber mit dem Gewinner-Trade, also wenn der Trade in unsere Richtung läuft, deutlich mehr gewinnen, als wir mit dem Verlierer verlieren, dann, ja, reine Mathematik, wird das Ganze profitabel. Und wenn wir das immer und immer und immer und immer wieder machen. Und genau das ist Trading. Ganz einfach. So, mit Kaffeesatzleserei hat das wenig zu tun, sondern es hat mehr mit Mathematik, mit Statistik zu tun. Ist aber so einfach, dass man es fast im Kopf ausrechnen kann. Also, DAX in Gefahr. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir nochmal einen ordentlichen Abschwung sehen. Aber wie gesagt, wir sind in der Mitte des Teils, da kann alles passieren. Ein Short-Einstieg mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, den haben wir hier oben. Da müssen wir noch warten. Und manchmal ist auch keine Position auch eine Position. Der DAX ist doch eh nichts ohne die US-Märkte und deswegen gucken wir uns den S&P 500 an. Der bläst aber in ungefähr ins gleiche Horn wie der DAX. Der ist nämlich jetzt auch hier an dieses markante Widerstandsniveau herangelaufen und der Markt kommt nur so langsam voran. Die Käufer neigen zur Schwäche. Wenn die Käufer nicht mehr da sind, dann übernehmen die Verkäufer das Ruder. Und auch hier wissen wir nicht, was jetzt passiert. Gibt es die in Rot eingezeichnete Schnellabwärtsbewegung wieder ans Tief, um dann wieder ans Hoch zu laufen? Oder laufen wir nur seitwärts? Und das wäre dann ein Zeichen dafür, dass ein Ausbruch nach oben ansteht. Wir wissen es nicht. Deswegen Position eingehen
und den Markt weiter beobachten, den Markt lesen und entsprechend reagieren, je nachdem, was der Markt uns sagt. Und auch die amerikanischen Blue Chips aus dem Dow Jones, auch hier in einem ähnlichen Bild. Insgesamt ist das Bild positiv. S&P, auch Nasdaq wird langsam positiv, weil wir diese Aufwärtsbewegung hat deutlich in diese Abwärtsbewegung reingeragt. Und das ist ein gutes Zeichen. Es kann trotzdem sein, dass wir neue Tiefs ausbilden. Aber hier unten, aufgrund der Tatsache, dass wir diese Aufwärtsbewegung gesehen haben, sehr weit, werden maximal so leicht tiefere Tiefs, zumindest im ersten Anlauf, gesehen. Mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Ach, gucken wir mal nach Asien. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Und der Nikkei ist momentan auch ganz spannend, denn hier haben wir so ein dickes Widerstandsniveau zwischen 28 und 28.400 Punkten. Und auch hier droht erstmal wieder ein Rücksetzer. Denn the trend is your friend und der Trend ist in diesem Fall seitwärts ausgerichtet. Daher haben wir eher die Chance, dass wir wieder in Richtung Mitte des Teichs laufen, als den Ausbruch nach oben sehen. Aber sollten wir den Ausbruch nach oben sehen, brauchen immer verschiedene Szenarien, dass wir nicht irgendwie, Mensch, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dürfen nicht auf den falschen Fuß erwischt werden. Deshalb brechen wir nach oben aus, sind Rücksetzer kurzfristig kaufenswert. Und 30 bis 30.800 wären das nächste Ziel. Schauen wir uns ganz kurz den Euro-Dollar an. Hier haben wir den völligen Stillstand, muss man sagen. Eine ganz enge Range. Und hier ist es jetzt schwierig. Der Trend ist tendenziell abwärts gerichtet. Daher die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter nach unten geht, dass sich der Trend weiter fortsetzt, die ist auf jeden Fall gegeben. Also Ausbruch nach unten, Tendenz Richtung 0,96, 0,97. Brechen wir nach oben aus. Gehe ich davon aus, dass dieser Widerstand hier erst einmal überschritten wird und dass wir Richtung 1,07 nach oben laufen und dann aber wieder abprallen. Und jetzt kommen wir zum Goldpreis. Und hier hatten wir zuletzt das Unterstützungsniveau, haben wir gesagt, hier ist Einstiegsniveau. Erstes Ziel 1800, nächstes Ziel 1900. Das erste Ziel wurde jetzt erreicht, wunderbar. Und jetzt gibt es erstmal nichts zu tun. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie sich der Goldpreis weiterentwickelt. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wenn man dazu neigt, natürlich, ich bin auch bullish für das Gold für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, aber meistens ist es an der Börse doch so, dass das große Bild, was man erwartet, so Great Reset, Gold bei weiß ich nicht wie viel Tausend, das kommt ja meistens erst später, als man es denkt. Und deswegen ist es immer gut, wenn man sich realistische Ziele setzt und die abarbeiten lässt und dann stellt man sich wieder an die Seitenlinie, weil man muss ja nicht zwingend was machen im Gold oder in einem anderen Markt, nur dann, wenn sich tatsächlich eine gute Chance ergibt. Und das hatten wir im Gold an der Unterstützung, bam, schöne Bewegung nach oben. Und jetzt Füße stillhalten, erste Gewinn mitgenommen, zweite Gewinn, gucken wir mal, ob er erreicht wird. Tja, und in den Medien habe ich zuletzt auch wieder was gelesen von neuer Bitcoin-Rally. Das sieht aber momentan weiter schwierig aus. Wenn wir uns das angucken, diese Bewegung, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, das ist alles andere als richtig bullisch. Das kann natürlich noch kommen, keine Frage. Das wäre dann der Fall, wenn wir tatsächlich hier mal so einen richtig dynamischen Schub sehen. Wenn wir gucken, sonst war immer hoch, leicht höheres Hoch, nochmal leicht höheres Hoch, nochmal so minimal leicht höheres Hoch. Wenn wir dann aber einen außergewöhnlich großen Sprung nach oben sehen, dann ist dieses Bild, was sich hier gezeigt hat, dann können wir das erstmal wieder ausblenden quasi und dann sind die Karten neu gemischt, dann sind die Käufer eher wieder im Vorteil und man kann sich dann entsprechend der aktuellen Marktlage anpassen und schauen, dass man in die Bewegung reinkommt. Denn eine Bewegung an der Börse, ganz egal ob Bitcoin in Aktien oder sonst wo, die läuft ja selten so bam straight in eine Richtung. Geht ja selten einfach nur hoch, sondern der Markt bewegt sich in Fraktalen. Bewegung, dann Korrekturphasen, dann gibt es wieder einen Bewegungsschub und sowas kann man dann ja versuchen mitzunehmen, wenn man erstmal ein besseres Bild davon hat,
wer jetzt tatsächlich im Vorteil ist, Käufer, Verkäufer, haben wir einen schönen bestehenden Trend, dann kann man sich ja entsprechend dem Markt anpassen und das Fähnchen in den Wind hängen. Und wenn Sie noch Bock auf Gold, Silber, Rohstoffe haben, dann gucken Sie am Sonntag auf meinem Kanal. Da wird zu dem Thema ein Video veröffentlicht und da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auch da einschalten, wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren. Wichtiger ist es aber, dass Sie die Videos schauen. Also Glocke betätigen, dann werden Sie immer informiert, wann ein neues Video veröffentlicht wird. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Genießen Sie die börsenfreie Zeit, das muss auch mal sein. Manche sind vielleicht in den Ferien, dann wünsche ich Ihnen einfach eine wunderbare Zeit mit der Familie, mit ihren Liebsten und das war's von meiner Seite für den heutigen Tag.